Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück. Weiterer Teil Mist für die Series X. Also wir sind jetzt hier in diesem anderen, in einer anderen Zeit gelandet und haben uns schon ein bisschen umgeschaut und wissen, dass wir natürlich mit diesen Schaltern hier drüben das Wasser beeinflussen können, welche Höhle geflutet wird und welche nicht geflutet wird. So, wir haben aber drei Dinger, wo wir rein können. Also nee, vier. Einmal hier, hier, hier auf der Rückseite kann man noch runter. Und hier drüben gab es auch noch so einen Brunnen, ne? Beziehungsweise, der ist natürlich... Ach so, ach, guck mal. Okay, das ist jetzt natürlich sehr praktisch. Will ich euch eigentlich nur was zeigen. Und dann merke ich sofort, dass sich etwas gedreht hat. Also man sieht, das Wasser sieht eigentlich ganz cool aus, muss ich sagen. Man sieht, hier ist das hochgekommen. Das ist hier... Hier war es ja vorher leer, weil wir das Wasser leer gemacht haben, wenn ihr euch erinnern könnt, in der letzten Folge. Und jetzt ist es voll, wie man sieht. Und jetzt können wir hier diese Kiste aufmachen. Obwohl, warte mal, hier hängt sogar, was hängt denn das? Da hängt sogar ein Schlüssel. Jetzt habe ich einen Schlüssel. Kann ich ihn da reinstecken? Da ist noch ein Schlüssel. Und den Schlüssel? Der ist bestimmt für die Wand. Ja, genau. Genau, jetzt werden wir wahrscheinlich die Steine nach hinten ziehen. Oh nein, die Leiter kommt raus. Okay. Ja, sehr gut, dann gehen wir mal da hoch. Das ist also ein neues Gebiet, wo wir jetzt sind. Beziehungsweise ein neuer Ort. Hier oben waren wir noch nicht. Und hier können wir gar nichts machen. Oh, hier kann man rein. Okay. So, was ist das? Ach so, das ist sowas. Okay. Hm? Okay, hier kann ich aber drehen. Und dann haben wir hier Strom. Wenn ich aufhöre. Okay, Strom bleibt, das ist ja gut für uns. Gut, jetzt haben wir auch nicht Strom. Es muss ja irgendwas passieren mit. Gehen wir mal runter wieder. Das muss ja irgendwas auslösen. Behaupte ich mal. Okay, lass mal gucken, was es auslöst. Hier geht Strom. Es geht in beiden Räumen rein. In den und den. Dann gehen wir mal in einen von den rein. Ach, guck mal, es ist hier auch Licht. Das ist natürlich cool. Vielleicht passiert jetzt unten was, dass wir ein bisschen mehr sehen können. Das wäre natürlich ganz geil. Da war... Das war auch neu, ne? Das war doch vorher nicht. Wir gucken trotzdem mal kurz in den Raum rein, bevor wir da reingehen. Hier noch irgendwas machen können. Nee, hier sind aber nur Kerzen. Kann der was Neues machen hier? Nee. Aber die Kerzen sind an, okay. Die Kerzen waren auch schon vorher an. Okay, mit dem Globus, da weiß ich immer noch nicht. Aber lass uns mal den neuen Raum angucken. Wo war denn der jetzt? Da. Ah, okay. Also der war, den hatten wir vorher nicht, den Raum. Definitiv nicht. Was ist das denn hier? Kann da raufdrücken. Okay, da sieht gar nichts. Kann hier weitergehen? Hier ist noch ein Raum. Kann die aufmachen hier? Ach so, jetzt ist das so eine kleine Abkürzung zu den Raum. Okay. Gut, lass uns mal zurücklaufen. Hier können wir einfach quer... Guck mal, ihr habt doch gewusst, dass es da eigentlich eine Verbindung gibt. Jetzt nur die Frage, warum das hier aus ist. Das in der Mitte leuchtet jetzt. Kann man das anfassen in der Mitte? Nee. Also ich kann hier gar nichts machen. Also es ist ja immer so ein... Sieht aus wie so eine Art... Stern. Ist vielleicht so ein... Wir gehen nochmal nach oben. Irgendwas muss ja passiert sein. Gucken wir, ob wir oben irgendwas sehen. Hier ist der falsche Raum. Zurück. Oder sind wir von da gekommen? Mal kurz zurücklaufen hier. Wir gehen hier erstmal hoch. Warum dieser Alarm losgeht, weiß ich allerdings jetzt auch nicht. Der sagt mir irgendwie gar nichts, der Alarm. Oh, das ist ja, ich sehe das jetzt erst. Ist ja sehr düster für euch hier zu sehen. Ich mache das gleich mal heller. Entschuldigung. Das ist echt sehr dunkel. Machen wir schon heller hier. So. Ja.
Also nur für die dunklen Räume ist es natürlich besser, wenn es ein bisschen heller ist, ne? So, wir gucken mal. Okay. Ich glaube, wie man sieht, ist der Strom wieder aus. Vielleicht müssen wir ihn wieder anmachen. Wir gucken mal. Mal hier wieder rein. Ja, der Strom ist aus. Wir machen nochmal an. Nun gut. Okay, dann können wir dafür zurückgehen. Okay, also wir müssen irgendwas da machen. Wir haben auf jeden Fall was falsch gedrückt. Ob es jetzt die Lampen waren, die wir gedrückt haben oder irgendwas anderes, das weiß ich nicht. Aber wir gehen aber nochmal runter. Jetzt sind ja hier wieder die ganzen Lampen an, also ist wieder hell genug. Guck mal hier, dann gehen wir hier wieder rein. Dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Also, vielleicht sollen wir das Ding drücken, worauf der zeigt hier. Kann ich aber nicht. Hier, da geht nicht, da kann ich nichts drücken. Doch, da kommt es. Nee, das war anscheinend auch verkehrt. Okay, es muss ja irgendwie eine Lösung geben, was man da drücken kann, warum man welchen drücken muss. Also, haben wir darüber irgendwas gefunden? Ich weiß nicht, ob wir darüber noch irgendwas gefunden haben. Irgendwo. Irgendwelche Noten. Wir müssen gleich mal gucken. Wir machen jetzt einfach mal den Strom an einfach. Das ist ja verwirrend. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man da irgendeine Lampe drücken muss. Das muss die richtige sein. Aber wie finden wir raus, welche das ist? Das ist die Frage. Ich kann natürlich jetzt jede einzelne ausprobieren. Darauf haben wir und ihr wahrscheinlich überhaupt keinen Bock. Dauert auch viel zu lange, wenn ich überlege, ich müsste da irgendwie. Wie viele Lampen waren das? 30? 30 Mal das da drücken? Da habe ich keine Lust zu. Es muss also eine Lösung für das Rätsel geben. Ist jetzt natürlich nur die Frage, welche es da gibt. So. Warte mal. Lass uns doch einmal hier gucken. Wir gehen mal in einen anderen Raum rein. Wer war das nicht? Okay, warte, 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 müssen in die andere Richtung. Aber hier unten war auf jeden Fall so ein Logbuch. Vielleicht können wir das ja mal gucken. Und da steht irgendwas drin, wo wir hin müssen. Beim Captain da, ne? Ja, guck mal. Gehen wir runter. Dann war doch hier so ein. Ach, das kann man nicht aufmachen, ne? Das geht nicht. Der kriegt aber keinen Strom dadurch anscheinend, wie man sieht. Okay, dann ist das auch verkehrt. Ich hätte gedacht, dass man da irgendwas sehen könnte. Das kann man aber gar nicht. Wo war denn dieses Buch, was wir gesehen haben? War das nicht da unten? Wir hatten irgendwo ein Buch gesehen. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Hier können wir auch nicht runter. Ist noch das. Also jetzt noch nicht. Hier oben vielleicht irgendwas gucken. Vielleicht zeigt der uns was an hier oben. Okay, ist der Leuchtturm, der blinkt jetzt. Was soll das Ding auf dem Leuchtturm zeigen? Zeig jetzt da drauf. Wir können auch gucken, vielleicht zeigt man noch irgendwann, dass wir was irgendwas Spannendes sehen. Da ist das Schiff. Da ist auch noch ein Berg. Ein Berg. Wir fangen wieder bei Null an. Was richtig Spannendes kann ich da jetzt nicht entdecken. Aber ich glaube, wir lassen es einfach mal wirklich auf dieser Spitze. Na nü. Ist der Strom wieder aus? Kann natürlich sein, dass der nur eine bestimmte Zeit anhält. Okay. Geh nochmal runter.
Und der Strom ist wieder aus. Okay, lass uns einmal noch das Wasser umschalten. Ich muss gucken, wo dieses Logbuch war, oder dieses Buch, was ich da gefunden habe. So. Okay, jetzt gehen wir nochmal hier hin. Also die Treppe hoch da. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Jetzt kann ich mich gerade nicht bewegen. Warum auch immer. Ah, jetzt geht's wieder. Keine Ahnung, was da passiert ist. So, also wir müssen auf jeden Fall da hoch. Nochmal und den Strom andrehen. Machen wir. Warum ist die Kiste jetzt eigentlich weg da? Na egal. So, drehen den Strom nochmal an. So. Und jetzt geht's mal runter. Und jetzt ist die Frage, haben wir irgendwo was gesehen, wo es um Lampen ging? Ich glaube irgendwie nicht. Oder irgendwie was gesehen, was so aussah wie so ein Kompass. Das sieht ja, ähnelt ja so ein bisschen so ein Kompass, das Ding. Wir gehen mal in diesen Raum nochmal rein hier. Da was finden. Oh, komm schon. Ich muss nochmal auf den Maut umstellen, aber habe ich gemacht. Ich sehe hier leider auch nichts, was damit in Entfernung im Zusammenhang könnte. Auch nicht. Also hier auch nicht. Bringt's auch nichts? Bringt uns auch nichts. Also mehr finde ich hier auch nicht. Was die zu bedeuten haben, weiß ich ja auch nicht. Okay, es kann uns auch egal sein. Wir gehen nochmal zurück in den anderen Raum. Also auf der anderen Seite. Das machen wir schnell mal. Ich kann mir gut vorstellen, dass man in irgendeine Richtung... Also, es sind einfach zu viele Lampen. Also irgendwas passiert bestimmt bei einer Lampe, aber ich kann ja jetzt nicht hier 30 Lampen ausprobieren. So. Gucken nochmal hier. Ob wir da was finden. Also wir wissen ja schon mal, wir haben echt hier schon so ein paar Sachen gefunden. Guck mal da, da zeigt der Kompass, wo zeigt er hin? Den müsste man aber dann besser sehen können. Also ich glaube, dieser Kompass gibt uns keine Hinweise auf irgendwas. Nicht mal ein bisschen. Aber vielleicht ja diese Karten hier drin. Okay, ich würde sagen, der Strom ist wieder aus. Deswegen sind wir wieder hier. Sagen mir gar nichts. Auch nicht. Jetzt kann ich sogar lesen. Schalter für die Schaltschatzkammer. Ja, ich kann leider nichts mehr anfangen. Nee, weiß ich jetzt auch nicht. Warte mal, geh nochmal hoch. Können wir hier gar nicht mehr rein jetzt, ne? Nee, okay, das ist natürlich ärgerlich. Ist der Strom wahrscheinlich wieder aus. Okay, also worum kann es gehen dabei? Das ist die Frage. Worum kann es dabei gehen? Das ist ja wirklich die Frage. Das weiß ich mich auch nicht, das ist das Problem. Wir drehen. So. Ich glaube, wir müssen es normal machen hier. Strom mal machen. So, wieder voll das Ding. Und dann kann man wieder runtergehen, ne? So. Das Problem ist einfach nur, weil ich jetzt nicht weiß, ich habe nicht mal im Entferntesten eine Idee, wie das sein kann.
Ich weiß wirklich nicht. Also, müssen wir gucken. Wir gehen mal weg. So. Also, es geht ja auch nur da und da Strom hin. Es geht nirgendwo anders Strom hin, ne? Und hier oben, das bringt uns auch nichts, wenn wir Strom anhaben, dass wir irgendwas anderes sehen, oder? Ich guck, ich teste es nochmal. Da, da blinkt das. Das hilft uns nicht viel weiter, oder? Okay. Man sieht hier aber auch nichts anderes. Also es ist schon ein bisschen schwierig, finde ich. Nee, man kann es runter. Entschuldigung. So. Also wir sind hier. Hier geht der Strom gleich wieder aus. Wir gehen nochmal zu. Ich drücke jetzt nochmal eine Lampe. Da. Das ist die Frage. Also das Problem ist natürlich, es gibt genug Lampen hier. Aber wenn wir jetzt einfach mal hier... Das macht keinen Sinn, das macht keinen Sinn. Was kann man da noch machen? Hm. Also, geh nochmal hin und mach den Schrauben nochmal auf. So, warte mal. Das ist ein bisschen blöd, das steuern immer, ne? Aber gut. Warte mal, ich muss mal kurz. Also wir können ja mal gucken. Es gibt ja dieses. Wir gehen nochmal in diesen einen Raum rein da. Was ist der Raum hier? Ich weiß das gar nicht. Ich muss mal kurz gucken. Hier nicht. Wir gehen mal in einen anderen Raum. Ich gucke mir das nochmal an. Da, pass mal auf. Also. Ich weiß es nicht. Also wenn ich jetzt hier hochgehe. Also was haben wir jetzt hier gemacht? Also... Hat das was mit der Gradzahl zu tun hier? Jetzt sind wir bei 135, dann sieht man den Leuchtturm. Also 135 ist der Leuchtturm. Kann man da was machen mit den Lampen? Kann man da sagen, weil das ja auch wie ein Kompass ist, das Ding da oben? Macht keinen Sinn, oder? Wir schalten erstmal den Strom wieder an. So. Ist auch ein Hackehüde. Da muss man zwischendurch echt überlegen, ne? Also ich finde, das ist gar nicht so einfach, die richtigen Denkweisen auf einmal zu haben. Also, es kann ja in jede Richtung gehen, das ist das Problem. So, wir gehen jetzt nochmal zurück. Jetzt versuche ich das mal. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber wir gucken mal. Also, wir gehen jetzt mal runter. So, ich gehe jetzt mal zu diesem Kompass da, oder was da ist. Weil das wäre das Einzige, was ich jetzt vermuten könnte. So, wir haben hier diesen Kompass und der ist wie das Ding oben zu drehen. Wir haben hier wahrscheinlich denn, warte mal kurz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Okay, weiß ich jetzt nicht. Aber wenn ich jetzt direkt davor stehe, dann ist das die Spitze und wir sind bei 135 Grad. Dass die Spitze ist, ist vorne, dann wäre 135 Grad, ja, wenn wir 360 hätten wir, müssen wir gucken, dann wären es ja immer pro 5, oder? 5, 10, 15, 20, 15, ne, warte mal, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 30, also müsste das ja hier sein, wenn man genau davon zählt, wenn man jede Lampe für 10 Grad steht.
wir genau 36 Stück haben, müsste das der hier sein. Können wir den vielleicht drücken? Tatsächlich. Guckt es an. Und jetzt haben wir hier Strom. Und jetzt können wir bestimmt das Boot reinkommen. Wetten? Also unten runter das Boot. Weil das müsste jetzt ja auch Strom haben. Weil das hatte ja so ein Kabel, was aus dem Wasser da reinführte. Dafür müssen wir natürlich wieder Wasser pumpen. Okay, jetzt machen wir schnell mal Wasser pumpen. Das war in diese Richtung, ne? Oder? In diese Richtung? Also, jetzt schauen wir mal, das was gebracht hat. Klappt zwar nicht, aber wir probieren es nochmal. So, wir gehen runter. Zumindest ist hier auch Strom, wie man sieht. Ist auf jeden Fall hell. Guck mal da, das ist Strom. Aha, und jetzt können wir garantiert hier auch drücken. Und da ist ein Buch. Aber, mal auf. Da ist schon wieder so eine Geschichte. Können wir wieder reinklicken wahrscheinlich, ne? Ja, okay. Jetzt landen wir bestimmt wieder in einer anderen Epoche oder andere Zeit. Mal sehen. Ich muss ganz viel rumprobieren. Ich glaube, wenn man alles genau weiß, dauert das ganze Spiel vielleicht nur 2 Sekunden. Ach, sind wir wieder hier. Okay. Gut. Das hatten wir ja auch schon gemacht. Wir wissen ja auch genau, wie das funktioniert. Aber wir wissen noch nicht, welchen wir davon benutzen können, ne? Aber wir haben ja ein paar Seiten gesammelt. Die können wir da reinziehen. Okay. Machen wir mal. Rein da. Haben wir auch eine blaue Seite gefunden. Muss man wahrscheinlich in jeder Epoche finden, diese Seiten. Und dann kann man die da reinschmeißen. Und wenn ich jetzt mir das Buch angucke, kann man vielleicht in einer Zeit reisen wieder. Nee, kann man noch nicht. Also, oder warte mal, du bist zurück, sagt er? Guck, was er sagt. Okay, wir brauchen die blauen Seiten, um ihn zu retten. Das haben wir aber nicht. Jetzt war ich hier drin und habe mir das andere natürlich angeguckt, alles. Hier, wo war denn der Schalter da? Aber, da haben wir jetzt, da habe ich ja 36 Seiten von. Wir können also nicht rausfinden, welche die richtige ist. Die richtige Kombination. Da müssen wir mal gucken, ob wir das mal irgendwie hinbekommen. Ich weiß nur noch nicht, wie. So. Gut. Aber das eine Rätsel haben wir jetzt ja schon mal wieder gelöst. Und dann schauen wir mal nach, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.